Wir haben Besuch von der Gina Lisa. Hallo! Ja, hi, hallo mein Lieber. Du wurdest ja hier schon total herzlich empfangen. Ja, also mega. Ich muss ehrlich sagen, es ist hier wunderschön. Die Leute sind so gut drauf. Ich liebe Tattoos. Die Menschen sind hier auch mega. Also man muss echt hierher vorbeikommen. Den Ort nochmal, warte mal. Also das heißt ja, wo ist das in der Nähe? Ich komme ja auch aus dem Dorf, aber ich sage, was ist der nächste Ort in der Nähe? Schweinfurt. Ich sage, okay, jetzt weiß ich schon mal ungefähr. Wie heißt es hier nochmal? Wie heißt das hier nochmal, der Ort? Schön, ist es Schweinfurt, ist die Tattoo-Convention. Genau, ach was, da ist jetzt was Neues. Es ist ja hier, wie heißt das, Grafen, denn, weißt du selber Grafen nicht? Reinfeld? Irgendwas im Reinfeld. So was. Habe ich gerade irgendwo gelesen. Grafen Reinfeld, so heißt das wirklich hier, ne? Genau. Ah, okay. Also Grafen. Ich war jetzt davon ausgegangen, Tattoo-Convention Schweinfurt ist in Schweinfurt. Nein, Mitte. Aber das ist ja nicht genau in Schweinfurt, ne? Siehst du, hast du mir was beigebracht. Ich lerne immer nur dazu hier. Also ich liebe diese Sendung. Das ist der Hammer, ne? Was ist hier noch alles bei? Hammer geil. So, wir wollen, weil wir auf der Tattoo-Convention sind, ein bisschen über Tattoos quatschen, wenn du Lust hast. Sehr gut. Weißt du noch, was dein erstes war? Ja, das werde ich nie vergessen, weil das war für meine Oma, wo meine Oma im Sterben lag, habe ich hier das noch gemacht, weil ich gesagt habe, das will ich immer bei mir haben und ich werde sie in Ehren tragen bei mir und ja. Wie lange? Wann war das? In welchem Jahr? Jahre jetzt, ja. Also so 2, 3 Jahre. 3 Jahre sind es jetzt schon 3. Okay, also war das eher so ein Tribute, also so ein Ehrentattoo. Aber wusstest du, also hast du dich grundsätzlich schon für Tattoos interessiert oder war da eher deine Oma im Vordergrund? Ich muss ehrlich sagen, ich habe gedacht, ich mache nie ein Tattoo. Und ich wusste aber genau, wenn ich damit anfange, dann werden es viele. Und jetzt kann ich nicht mehr aufhören. Jetzt liebe ich sie über alles, ne? Tattoos. Also würdest du dieses Vorurteil mit der Sucht bestätigen? Also ich kann es auf jeden Fall bestätigen mit der Sucht. Wenn man einmal anfängt, kann man nicht aufhören. Ja. Gut, aber das ist vielleicht auch Menschen- oder Charaktersache, keine Ahnung. Ja. Also ich finde, und das Krasse ist, ich bin beim Tätowierer, krieg gerade was gemacht und denk schon an mein nächstes. Ist das bei dir auch so? Das ist doch nicht mehr normal, sag mal. Entweder da. Mal zusammen tätowieren gehen. Gerne. Ich denke so, das wird heftig. Und ich sag so, ich will jetzt nur eine Seite, so eine gute, eine böse Seite. Die gute Seite ist natürlich die mit den Tattoos und die schlechte ist die ohne. Aber ich sag ja und ach, ich so jetzt doch den Hälfte vom Rücken. Ich so, nö, ich mach den ganzen Rücken. Jetzt, oh, ich will jetzt auch irgendwie noch mein rechtes Bein. Ich bin bald voll gehackt. Noch ein paar Jahre, ich bin voll. Ja, und jetzt sehe ich so schön auch am Hals und ich so, Hals bleibt immer frei. Ich so, scheiße. Oh ja, keine Ahnung, ich liebe Tattoos über alles. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist doch mal schön, wenn es besonders weh tut und du denkst, boah, nicht nochmal. Und was am nächsten Tag, boah, das sieht geil aus, ich will noch eins. Aber mein bester Freund, der ist sowieso ganz hardcore drauf. Der ist immer so geil und dieser Schmerz, das liebe ich. Ich so, nein. Lieben? Ist so, lieben kann man was anderes, aber diese Schmerz bitte nicht so krass, oder? Aber ich habe jetzt schon ein paar Tricks, dass das nicht mehr so ganz tolle wehtut. Erzähl. Gibt's ja Salben, gibt's ja Spray, gibt's ja schon alles jetzt mittlerweile. Weil ich finde, man muss ja nicht, meine Meinung, man muss ja nicht unnötig so viel leiden. Nee. Und deswegen lieber Salbe drauf, oh schön, oder dann sieht Spray. Oh, gechillt, da kann man auch mal ein paar Stunden durchtätowieren, ne? Also mein bester Trick bis jetzt, das war, ich habe meinen Rücken machen lassen, 32 Stunden, also 2 mal 16, jeweils 8. Und da... Besoffen oder so? Nee, besoffen ist ganz schlimm. Deswegen? Durchblutung. Scheiße und so. Stichwort Durchblutung. Schon gedacht. Nee, aber mein Tipp ist immer Musik. Ganz laut Musik und sich so richtig so da reinversetzen. Und jeder Schmerz ist einfach so ein... Ja, okay. Das ist immer mein Tipp. Also ohne Drogen. Du weißt, was ich meine. Ja. So, was wollte ich denn jetzt sagen? Verdammt, ich habe was vergessen. Und wann wusstest du denn nach dem... Ah ja, nee, ich wollte dir noch sagen, anstatt Sucht zu sagen, kann man auch sagen, man findet eine neue Art, sich seiner Umwelt gegenüber auszudrücken. Oh, ich glaube, ich stelle dich ein als meine Pressesprecherin. Sehr gut. Du artikulierst dich vom Allerfeinsten, mein Schatz. Da kann ich noch viel von dir lernen. Sehr gut. Ich werde ein Ghostwriter. Ja, Ghostwriter. So, ja. Tattoo-Ghostwriter. Sonst habe ich keine Ahnung von gar nichts. Oh, egal, das kriegen wir auch hin. Super. Wie schnell ging das denn nach dem Tattoo für deine Omi, dass du wieder Neues gemacht hast? Ich glaube, eine Woche später oder so. Oder? Was? Eine Woche? Ich so, boah, das da dachte die Omi sich auch, ich dachte, das wäre nur für mich, jetzt macht ihr das neu. Ja, und dann meine Oma, ich hab's gewusst, da war es noch. Ne?
hatte dann noch, ich habe dann noch für sie ihr Geburtsdatum. Und das war es dann erstmal. Also ich habe Oma ihr Name und dann Geburtsdatum von meiner Oma. Und dann, ich habe ja schon ein bisschen voraus, das war ja, sie lag ja leider im Sterben, aber dann, wo es dann soweit, das war dann mein drittes, wo sie dann gestorben ist. Und danach ging es aber erstmal lange Pause und dann war als nächstes von der Name von meinem Opa dran. Und dann war dasselbe Spiel. Da waren alle anderen, da kam auch meine Mutter und dann alles. Und dann sind, ach, es wurde halt dann immer. Und alles hat aber irgendwie für mich eine Bedeutung. Jedes Tattoo ist, es geht ja dann hier seitlich, ganze Bein. Aber du hast hauptsächlich so Black and White, also schwarz-weiß so. Ja, und was ich an Farbe habe, habe ich rot. Ich mag rot und habe so einen roten Kussmund auf dem Popo von mir und rote. Ich liebe Chili, eine Chili, auch in rot, eine rote Rose. Meine Oma hat auch Rosen geliebt. Genau, und ein paar Elemente halt auch in rot, ne? So, immer so Augen oder dann. Das schön, ne? Zu dem Schwarz. Ja, finde ich schön. Ja. Wann hast du denn dein nächstes geplant? Weißt du schon? Also morgen. Das ist so geil. Wann hast du nicht so nach einer Woche? Wann hast du nichts morgen? Aber meint er Tätowierer, der ist nicht da, der sollte auch einen Stand hier haben und ich weiß nicht, ob der krank ist oder jetzt, wo der sich rumtreibt. Aber ich habe gedacht, er hätte hier auch so einen Stand, aber doch jetzt nicht. Und jetzt habe ich aber alles hingekriegt. Also morgen mache ich auf jeden Fall einen Tätowierer. Jetzt heute Abend noch arbeiten, ich muss noch weiter und dann aber morgen ist Tattoo-Tag bei mir. Geil. Ja. Aber hier dann auch, oder was? Nee, hier nicht. Oh. Aber ist die Messe morgen auch noch? Ja. Echt, doch? Kommst du vorbei? Schatz dich ein. Schatzi, morgen bin ich leider nicht mehr da. Ja. Aber danke. Dankeschön. Ich weiß gar nicht, ob ich die Power dazu habe, aber ich mach das einfach. Sind das Sticker? Ja, klar. Darf ich mal meine Tasche haben, weil ich habe das liebe Sticker. Und du darfst da alles drauf machen, reinmachen. Ja, also nicht auf die Tasche. Auf die Tasche. So ein Buch. Ja. Da kann man immer so schön Erinnerungen reinmachen. Ja. Geil, ich liebe das. Aber warst du in Dortmund auch? Ja, da war ein, ich mach das mal hier. Ach, guck mal, wir sind verewigt. Super, ich finde das toll. Ach, ich mache aber mal noch einen, ich für drinnen, ich habe ja noch mehrere. Wird ein Tagebucheintrag. Ey, übertreib. Warte mal, ich muss jetzt mal gucken, was ich hier noch habe. Achso, habe ich auch noch, mach mal ja. Soll ich später? Ja, und dann, okay. Ja, so. So, super, ja, aber schön. Kann keiner mehr sagen, wir sind das Allerletzte, wir sind nämlich das Vorletzte. Ja, Mann, genau. Ach, guck mal hier. Komm, was ich hier noch hab von Flore, von mir. Schön, immer dabei. Sehr gut. Was mal alles, ich muss nur aufpassen, weil ich Angst habe, ich habe da noch mehrere Sachen, weil ich dann noch alles so wegstecke. Geheimnis. Das ist ein Geheimnis. Ich muss jetzt mal lieber alles wegpacken, ja. Ja. Wer weiß, was da noch so alles. Ich schreibe echt so alles auf, das ist so wie so ein Tagebuch krank. Geil. Stehen da auch Tattoo-Ideen drin? Nee, die mache ich eigentlich so dann spontan. Ja? Ich bin krass in der Hinsicht. Ja? Manche bereiten das so Wochen, Monate, Jahre vor. Ich gehe da hin, ich so, also ich will sowas haben, komm, lass mal gucken. Entweder am besten mag ich es, wenn die so frei handzeichnen können. Ja. Dann guckt man halt im Internet, aber ich sag so, zu dem Tätowierer mach trotzdem deinen eigenen Style. Finde ich auch immer cooler so. Ja. Und wie weißt du dann, also bei mir fühlt es immer an, als wäre ich auf einmal verliebt. So, ich brauche das jetzt, ich brauche genau dieses Tattoo. Hast du das auch oder ist es eher was anderes? Wie merkst du, dass genau das jetzt sein muss? Weißt du das? Ich habe das Gefühl irgendwie jeden Tag. Warum? Ich könnte mich hier, ich könnte mir alles machen. Ich würde am liebsten alles machen. Also ich hätte dann ein Motiv. Kannst ja mal mit deinem Chef reden, dass wir uns da einfallen lassen können. Wie viel er zahlt, dass ich mir euer Dings tätowieren lasse, euer Logo. Ja. Ich lasse unser Logo tätowieren, wenn genug zahlt. Wenn wir genug zahlen. Mann. Warte, Kurs. Yeah. Kurs? Kohle. Mit Kuss, komm, Kuss, geh. Kuss ist lecker. Ach, Kuss. Dieses Essen gibst du mir. Ach, ein Kuss und noch Essen. Ja. Wir haben das ganze Programm. Ich habe sogar Bananenkuchen selbst gebacken. Möchtest du was haben? Oh, was du alles hast. Ich bin brutal hier bestochen. Nur dass wir das... Nein. Lass uns jetzt mal hier zum Business zurückkehren. Ja. So,
Du hast immer den gleichen Tätowierer von Anfang an gehabt oder hast du es gewechselt? Unterschiedlichen. Und wie ist das so bei den Eltern? Was haben die gesagt? Familie, war die eher so unbegeistert von Tattoos oder geht? Oder Umkreis, Freunde? Da ich ja 31 bin und ich habe mich tätowieren lassen, wo ich über 18 war, glaube ich, darf ich alles selber entscheiden. Also ne, ich bin über 18, auch über 21, wo ich das erste. Also deswegen haben die Schweigepflicht, nichts zu sagen. Ich war alt genug und konnte machen, was ich wollte und ob es denen gefällt oder nicht, aber es ist mein Körper und ich muss mich wohlfühlen und es gibt immer Leute, die lieben Tattoos oder auch nicht und darf jeder machen, wie er möchte. Ja. Deswegen. Sehe ich auch so, freie Entfaltung. Ja. Sehr gut. Ich habe ganz vergessen zu fragen, oder ist wieder vergessen, das wäre noch schlimmer. Warte, sag mal. Was du morgen machst für ein Tattoo? Nee, das hast du noch nicht gefragt. Danke. Bitte. Spontan. Ich guck mal. Ach, weißt du noch gar nicht? Ja, ich will auf jeden Fall hier mein Bein hier hinten. Also da ist schon was, aber ich will es richtig zuhaben. Ja. Und ich habe jetzt hier vorne, um zuzumachen, zwei riesen Rosen. Ich habe aber überlegt, vielleicht weißen und jetzt, ich bin so unentschuldigt, so eine riesen Kalaschnikow oder wie die hoch bis zum Hintern oder so ein Totenkopf mit so Indianerfedern oder ich weiß noch nicht, oder? Also ich muss morgen, ich guck mal, wie der Tätowierer drauf ist, auf was er Bock hat zum Tätowieren. Und das macht mir auch immer, wenn ein Tätowierer so Spaß dran hat, wenn man dem so ein paar Ideen und dann so, warte mal, weißt du, was wir machen? Und dann noch, da kommt sowas Geiles bei raus, gell? Man muss sie, das sind Künstler und man muss sie auch entfalten lassen und nicht so viel, na also so und so musst du es machen und so und so, weil dann weiß nicht, man, das sind ja die Künstler, sie müssen ihre Arbeit, sie haben ja ihre Ideen dann auch schon mit im Kopf, ne? Ja. Finde ich geil, ich mag das voll, dass sie so ihren Stempel drauf geben, ihre eigene Art zu tätowieren. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ne? Aber hast du in deinem Job, also in deiner Karriere, irgendwelche Beschränkungen, was Tattoos angeht, zum Beispiel Gesicht, Hals oder irgendwas? Oder? Da bin ich ja froh, dass ich mein eigener Chef bin. Denn ich habe mir nur selber Sachen zum Verbieten, sonst niemand. Da habe ich Glück, Gott sei Dank. Habe ich alles richtig gemacht in meinem Leben. Sehr gut. Kannst du dir denn das vorstellen? So was Kleines im Gesicht? Das ist ja auch jetzt relativ. Also es wird ja immer normaler. Ja, ich find's cool. Ich find's cool. Bei mir im Gesicht. Aber jetzt mit Hals. Finde ich so geil. Ich weiß. Das mache ich sowieso irgendwann. Ich weiß es. Verdammt. Aber ich finde es geil mittlerweile. Ich sehe da so schöne Frauen-Tattoos, die so geil. Du hast sie ja auch, ne? Aber egal. Es ist einfach das cool. Das ist noch harmlos. Ja, das ist noch erlaubt. Ne? Damit darf man sich überall zeigen lassen mit dem kleinen Lack. Ja. Ne? Aber nee, ich finde es cool. Also. Ja. Also sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Was sind denn so deine nächsten Projekte? Worauf freust du dich in naher Zukunft, außer natürlich morgen auf das Tattoo, am meisten? Ich freue mich immer am allermeisten, dass meine Familie erstmal gesund ist. Das sehen, weil das kann kein Geld der Welt kaufen. Ja. Geld kommt, Geld geht. Hauptsache meine Familie ist gesund und die Menschen, die ich liebe, will ich nur, dass denen gut geht. Ansonsten, es kommen immer wieder Sachen. Es ist in unserem Business, wir Künstler, das ist so, sind immer verschiedene Projekte, über die man dann wieder nicht reden darf. Oder dann kommen immer verschiedene Autogrammstunden und Werbeshootings, so Geschichten. Es ist ja immer irgendwas. Ja. Da ich ja auch das Glück habe, nicht nur in Deutschland zu arbeiten, auch in anderen Ländern und ein bisschen am Rumreisen bin. Also ein bisschen viel im Moment wieder, aber ich liebe es, ich bin dankbar über jeden Job. Es ist nicht selbstverständlich, ich halte mich jetzt schon fast 11 Jahre in dem Business und ich denke, das ist schon eine Kunst, so lange irgendwie. Und ich denke so, ey, die mögen mich ja immer noch, krass. Und ich denke so, jedes Jahr oder fast jeden Tag ist es vorbei. So krass, die mögen mich nochmal. Und es hört nicht auf und dafür danke ich auch all den Leuten immer, die mich dann doch immer wieder supporten und meinen Fans und alle Leute, die hinter mir stehen. Ja. Das ist nicht selbstverständlich und das schätze ich sehr. Ja. Aber ich muss jetzt auch sagen, ich verstehe das sehr gut. Ja. So persönlich. Ja, aber ich wollte noch in eigener Sache was fragen. Sagst du eigentlich noch Zack die Bohne? Boah, hör auf. Ich habe das so oft gesagt, ich kann es nicht mehr hören. Sorry, ich habe immer noch ein Ohrwurm davon. Aber Zack die Bohne, gell? Immer noch. Boah, du bist voll oldschool, Schatz.
Zack, die Bohne, gell? Ja, immer noch. Du sagst das immer noch. Ja. Der Spruch ist schon out. Egal, ich sag, ich find sie cool. Ich sag's einfach immer noch. Okay, zack, die Bohne. Komm, wir machen's. Also mit Get Off aus. Ja, klar. Ja, wenn schon, denn schon. Okay. Pass auf. Ich frage am Ende immer noch, ob du noch was Bestimmtes erzählen möchtest oder ob du alles erzählt hast. Wenn wir noch weiter reden, bis jetzt, ja, bis morgens. Ja, also ich hab da gar nichts gegen, aber das müsst ja irgendwer schneiden. Ah ja, hier hast du ganz viel hinter dir. Solange du das nicht machen musst, ist alles im grünen Bereich. Also, du hast den richtigen Job. Perfekt, ja. Läuft bei mir. Perfekt, läuft bei dir, aber vom Allerfeinsten. Wie heißt das? On Fleek? Du bist richtig on Fleek. Alles perfekt. Super, also. Was on Fleek als auf der Flucht. Deswegen, so ist es. Nee, aber ich frage immer am Ende, ob doch irgendwas Bestimmtes dir am Herzen liegt. Wenn nicht, habe ich richtig gefragt. Wenn doch, hast du noch was Schönes zu erzählen. Wir sind eine Win-Win-Situation gerade. Ich habe nichts mehr zu sagen. Du hast alles richtig. Das glaube ich dir nicht. Danke fürs Interview.